Also Putin wurde neu abgelöst durch Trump. So einfach ist das. Ja? Die, die wir nicht haben wollen in unserer Freiheitsgesellschaft, wir machen jetzt so ein Konzept und dann können wir oben drin bombardieren. Freunde, macht gar nichts mit. Berlin ist die ewige Frontstadt und das ist das, was wir lernen sollten. Nie wieder Krieg ist die Botschaft, die ich gelernt habe. Das ist die Botschaft, die ich gelernt habe. Nie wieder Krieg. Das nie wieder Krieg. Wieder Krieg. Nie wieder Krieg, alle! Nie wieder Krieg und lauter! Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Wir wollen das nicht! Es reicht aber nicht zu sagen, nie wieder Krieg. In diesem Land haben wir eine massive Rüstungsindustrie, auch in den Boden, die versammelt. Was können wir tun? Wir haben schon Krieg, richtig. Wir müssen diesen Menschen, ja, aus diesen Jobs heraushelfen, indem wir uns Gedanken machen, wie Rüstungskonversion stattfinden kann. Die Rüstungsindustrie, die sich als Maschinenbau verkleidet hat, die wird das nicht tun. Wir müssen das machen. Und ich frage euch, haben wir alle zusammen vielleicht gemeinsam bessere Ideen als dieser Hansel dort im Kanzleramt? Ich denke ja. Ich denke ja. Aber es hat keinen Sinn, sich nur auf die Machthaber, ja, also Angela Merkel ist auch ein Machthaber, ist auch ein Regime, ein Wirtschaftsregime, sich auf die zu konzentrieren und denken, wenn Angela Merkel weg ist und dann ist dann jemand anders, dann ist alles besser, wenn die bleiben, dann ist es nicht. Das wird es nicht. Okay? Die Frau ist in ihrem System genauso getan. Und der nächste, der sich abwechselt, und das ganze System ist überholt. Das ganze System ist vorbei, es ist eine Abfacke, weil es kommt nicht ohne Typ aus. Und da sind wir bei diesem S-Time-DJ, da sind wir bei Karl Marx. Karl Marx hat sich in einem Punkt geirrt. Ja, er ist davon ausgegangen, dass es immer Mangel geben wird. Es gibt schon lange keinen Mangel mehr an materiellen Dingen. Es gibt nur einen Mangel an Bildung. Freunde, für euch nicht verantwortlich. Ihr seid für mich nicht verantwortlich. Ihr seid für euch verantwortlich. Und der heutige Tag, das ist der Schwung, den wir uns geben sollten. Als die Entschlossenen. Dass wir ab jetzt die Verantwortung für unser Umfeld übernehmen und das nicht delegieren. Ja, da laufe ich jetzt mal. Ihr seid entschlossen. Seid ihr entschlossen? Ja. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir heute eine Bewegung aus der Taufe holen. Wir sind nicht nur die Entschlossenen, die heute eingeringt an den E-Mail-Adresse. Wir sind die Macher. Wir sind die Macher. Wir sind nicht nur entschlossen. Ihr seid Pioniere. Ihr seid auf diesen Planeten gekommen als Pioniere. Ihr konntet nicht laufen, als ihr hergekommen seid. Ihr seid immer wieder aufgestanden, obwohl ihr hingefallen seid. Jeder Versicherungsvertreter hat euch davon abgeladen. Ihr habt es trotzdem getan, weil ihr als Menschen Pioniere seid. Und diese Gesellschaft zieht euch das Rückgrat raus, sagt, du kannst nichts. Du musst mir folgen. Du alleine kannst gar nichts machen. Diese Gesellschaft macht euch klein. Indem sie auf euch suggeriert, ihr müsst doch in die große, kleine oder mittlere Partei machen, die für euch das Leben ändert. Ihr braucht das nicht. Ihr habt doch ohne Partei hierher gewonnen. Okay? Wenn man so Konfrontationen betreiben würde, dann wäre man sofort im Knast. Wenn unsere Fußballvereine sich verhalten würden wie die NATO, dann würden sie aufgelöst. Was ist mit politischem Fairplay? Können wir das? Wir können das. Warum lassen wir es den Zug einfach durchgehen, die es nicht wollen? Warum? Weil wir natürlich da auch partizipieren dran, weil es uns noch gut geht. Aber wir konnten den Griechenland sehen, dass sie auch aus Europa die dritte Welt machen. Aber ganz ehrlich, die meisten von uns stört es doch erst, als sie merken, oh, der Hartz-IV-Empfänger rückt an mich näher. Das müssen wir erkennen. Wir waren sehr, sehr lange ignorant. Wir sind in Deutschland der größte Niedriglohnsektor Europas. Diese Niedriglohnsektor-Mitarbeiter, diese Menschen, die haben uns doch meistens nicht interessiert. Und auch diese Ignoranz hat man gesetzt schon in der dritten Welt. Es gibt keine dritte Welt. Es gibt keine dritte Welt. Es gibt nur eine Welt. Und in dem Moment, wo man hier suggeriert, das ginge dich nicht an, was in Syrien passiert oder Kinder in Afrika verloren, hat man dich schon reingelegt. Wenn wir uns die unfassbare, verlogene Politik in Middle East angucken, ja? Als wenn es dort um Menschenrechte geht.
Der Spiegel macht Sondersägen. Es geht nur um Gas und Öl. Und was anderes geht es nicht. Und wie kommen wir raus als Hochtechnologieland? Wir brauchen im deutschsprachigen Raum eine Energieunabhängigkeit. Und das können wir auch schaffen, weil wir Pioniere sind. Das können wir schaffen. Ja? In Uniform der Nationalen Volksarmee in Stralsund. Und da wurde eine Menschenkette gemacht, da ist noch nicht die Mauer gefallen, weil es darum ging, dass die Polizei, die Bereitschaftspolizei mit teilweise Knüppeln in Dresden, Leipzig unterwegs war und die Demonstranten bekämpft hat. Und eine innere Stimme hat mir gesagt, in Uniform, dass ich irgendwas tun muss, obwohl ich kaserniert war. Und mein Oberbefehlshaber war ja wie von allen Soldaten in der DDR Erich Honecker. Also habe ich gegen Erich Honecker gehandelt und damit den Händen des Frieden. Aus der DDR kommt hier, ist jemand von euch aus dem Alten Osten, mal die Hände hebt. Ah ja, wir sind hälftig. Hälfte, Hälfte, Wiedervereinigung. Sehr schön. Ja, und das ist ja. Ist nicht der Trichter auf den europäischen Markt, den man sich einfach so einkauft, wenn alle die deutsche Firma und dann mit einem brauchen wir alles gar nicht, aber das haben wir auch so gesagt. Der will hier nicht anfängt auf den Redner, aber das wird auch gelegen. Was das Kollege Rastorf gesagt hat von VOP, ist ganz, ganz wichtig. Man fragt uns immer, und das habe ich auch in meinem Job so gelernt, am Ende von unserer Konferenz, wenn man gesprochen hat, was getan werden muss, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Was heißt denn das jetzt für mich? Also konkret. Und ich denke, ein konkreter Schritt muss sein, dass die, die hier sind, Druck machen, weil es ist natürlich völlig klar, wir müssen, um zu überleben, raus aus der NATO. Das ist ganz wichtig. Und das ist ja die ganze Stadt gehört, ja, und dann behauptet jemand, ich möchte mich um diese Bühne schlagen. Das ist völliger Quatsch. Ja? Die Russen, ja, und dieses ganze Imperium hat sehr viel Platz. So, es gibt doch Leute, die ran wollen an die Bodenschätze und die NATO dann dazu benutzen, sich auszuweiten, ein Versprechen brechen, das sie gegeben haben mit der Wiedervereinigung und uns hineinziehen wollen in diese Dinge. Deswegen raus aus dieser mutierten Angriffsmaschine. Okay? Die uns alle bedroht. Die uns alle bedroht. Wer in diesem Club gerne dabei sein möchte, da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Schlag, das ist eine fantastische Beschaffungskriminalitätsmaschine, kann das gerne tun. Aber ich schicke meine Kinder bestimmt nicht dorthin. Ich werde verhindern, dass meine Kinder jemals Uniform tragen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, weil die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, weil wir zu wenige sind, für die Freiheit zu kämpfen. Mach das nicht! Mach das nicht! Zieh eure Kinder raus aus dieser Armee! Ja? Ich habe gerade einen Kollegen getroffen, der gesagt hat, wir haben vor ein paar Tagen jetzt als Statist geübt worden, wir haben geübt, Nürnberg zu verteidigen gegen einen Angriff aus Russland. Während wir hier stehen, wird das wirklich geübt. Und die Menschen, die das tun, sind vollkommen verrückt geworden. Das sind Planspiele, die umgesetzt werden sollen. Das sind Planspiele, Deutschland nuklear zu vernichten, das sind die Wimmer ja nochmal aus irgendwo rausgehen mit Helmut Kohl. Und verkauft uns das als nukleare Teilhabe. Die das tun, sind verrückt geworden. Die geben auf euer Leben ein Pfifferling. Die schenken euch eine Atombombe überall mehr hin, um euch den Russen zu retten. Verrückt geworden sind die. Warum passiert das, was hier passiert, wie es passiert auf diesem Globus? Das ist ganz einfach. Weil es ganz wenige Leute gibt, die praktisch die Hälfte besitzen und der große Rest treibt sich den Rest und schlägt sich um Brosamen. Es ist ganz einfach. Es ist ungerecht verteilt. Es ist ganz einfach. Ganz einfach. Die Lebensmittel, die Ressourcen, das Wasser, die Demokratie, die Rechte, das ist alles ganz, und die Bildung ist ganz, ganz ungerecht verteilt. Und wenn wir es ändern wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, mit welchem Schlüssel haben Sie uns denn entgriffen? Wir lesen und konsumieren Massenmedien, das sind Herrschaftsmedien. Sie werden uns natürlich nicht auffordern, gegen die Herrschenden auf die Straße zu gehen. Natürlich nicht, das will ich ja selber gefährden. Und jemand hat gerade zu mir gesagt, danke, dass du gegen den Strom geschwommen bist. Ich schwimme gar nicht gegen den Strom. Weil schon der Strom bedeutet, dass du dich auf deren Strom einlässt und sie kennen die Quelle, wo sie auf dich warten. Nein, auch dieser Strom lässt nicht. Der Weg führt nach innen, Freunde. Sei unberechenbar. Seid unberechenbar, seid einzelne Zellen, das lerne ich von Al-Qaida.